Gut, dann machen wir mal weiter. Wir machen mal weiter. Privé. Lumos. Kann ich hier vielleicht noch so ein zweites Vieh dranhängen? Nee. Macht's ohne. Oh. Hat das jetzt für einen Sinn? Keinen Sinn. Es hat erstmal keinen Sinn. Kann ich hier was machen? Ach hier. Getötet. Arresto Moment. Alter, steckt das Fiedler im Brand. Incendio. Ist noch eins. Lumos. Ja, aber dann habe ich daher geholt, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Incendio. Getötet. Wir müssen höher kommen. Nur wie? Lumos. Warum ist hier so ein Teil? Ach hier. Getötet. Ah! Ich muss es zweimal ankurbeln. Warte! Warte. Ah, nee. Nee. Oh, das ist ja wirklich. Ah, und da kommt das. Lumos. Komm her. Ah. Gecheckt. Ich muss diese scheiß Viecher dort hinten ablegen. Ich schätze mal, ich werde es von hier nebens rüber schaffen. Oh doch. Oh, wieder kein Platz. Oh, wir haben 700 Scheiß. Um
Ist das der gleiche? Nee. Oh, der kostet 200. Ja, wir können ihn hier alle behalten. Silberne Brille, na, Glückwunsch. Was ist das hier? Wo komme ich hier raus? Rebellion. Die Brille gleich wieder weg. Die ist doch bestimmt fiescher Müll. Müll. Handschuhe brauche auch kein Sau. So, dann nehmen wir das mal mit hier. Lumos. Dieses Ding tun wir hier hinten hin. Hä? Wo ist denn das Vieh hin? Oh, was wird da oben? Oh. Akio, gefolgt. Lumos. Hä? Warum geht denn das Vieh dort nicht drauf? Kein Bock. Das andere ging da aber auch drauf. Oh! Nee! Nein! Lumos. Incendio. Defunto. Hey, wo ist der? Wo ist das 14? Hab ich's kaputt gemacht? Ah, hier. Lumos. Gut. So geht's auch. Bis zwar nicht wie, aber es ging auf jeden Fall. Oh. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Revelio. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Ausrüstung voll. Handschuhe weg. Oh, schwarze. Müll. So, das Grab ist leer. Den sollte ich Lodgok zeigen. Revelio. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben.
Hier, Pfeife. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Vielleicht brauche ich aber immer Hilfe. Ein ganzes Lager von Rookwoods Leuten? Ich brauche vielleicht Hilfe. Nur leider haben wir keine Zeit. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Hole den Helm von den Dieben zurück. Wow! Besen! Da sind sie. Die Erschwinderin. Die bekriegen sich gegenseitig. Ich lasse erstmal. Ja, gut. Bäm! Oh! Expulsion! Jetzt bringt das Scheiße! Warte. Wir müssen erstmal hier ein bisschen was dazu holen. Vielleicht das hier. Ich weiß alles. Oh Gott! Oh je. Oh, nicht gut. Herkommen sollen. Wie? Lebt der Troll noch? Hoffentlich ist kein. Jetzt reicht's aber. Schau mal nach oben. Expulsion. Ihr bekriegt euch mal bitte. Ich geh weg. Ich geh weg. Ey, lass mich mal. Oh Gott. Expulso. Boing. Was hast du getan? Danke. Expulso. Er ist weg. Hast du stark gemacht, Kumpel.
Ah, da kommen noch mehr, oder? Wir kommen doch bestimmt noch mehr. Nee. Dann muss ich die Schleiter töten. Oh Gott. Oh, schlecht. Mann! Ins Händchen. Grazie. Ins Händchen. Befindung. Oh. Weg mit dir! Ein stinkender Koloss weniger. So. Haben wir hier? Rollpöbel. Wow. Haben wir wieder so einen bescheuerten Schal bekommen, oder? Weg damit. Eine Mütze. Rebellion. So. Rebellion. Das war es. Was? Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Nein! Geh ins Sammlungsmenü und die Fähigkeit. Du willst dich anschleichen. Ach hier. Ins Händchen. Verpisst euch! Ach hier. Ins Händchen. Boah, was? Ja, jetzt kriegst du dran, mein Freund. Das ist clean. Das ist absolut clean. Mega Powertrank, wichtig. So. Bring den Helm. Oh, ich wollte nochmal gucken, ob hier noch irgendeine Kiste vielleicht ist, die ich übersehen habe. Rebellion. Ah, dort ist erstmal noch hier so ein Merlins Geheimnis. Komm ich nicht hoch?
Oh, welch angenehme Überraschung. Akio. Willst du die drehen? Leviosa! Akio! Ich habe Bravo so oft überfallen. Die Leute dort können sich absolut nicht verteidigen. Was soll ich denn damit machen? Rebellio! Incendio! Impulso! Rebellio. Nee, das brauche ich nicht. Nee. Levioso! Akio! Oh! Weiß es nicht. Weiß es nicht! Impulso! Rebellion! Ja, ist egal. Ich bringe jetzt den beknackten Helm erstmal zu dem Vogel. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Die Aschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Es ist doch nur ein Helm. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Pah! Sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist es mehr als bloß ein Helm. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. So. Ich gehe jetzt erst nochmal was Bild was verkaufen. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Will ich so und so hin.
Gibt's einen gemütlicheren Ort? Dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Oh, jeder will hier was von mir. In Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Erstmal kannst du mir bitte was verkaufen hier. Abkaufen, Mensch. Hier, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Gut. Jetzt gehen wir erstmal in unserem scheiß Raum hier. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich hoffe, dass ich den wiederfinde. Und gucken mal. Zwar Astronomie. Wortenastronomie. Südflügel? Ne, das war hier irgendwo. Astronomieflügel. Hier war das. In die anderen Gemeinschaftsräume schleichen. Nur für eine Stunde. Hallo! Wie schön, Sie zu sehen! Wo schlafen die Professoren? Wo waren das? Hier. Hier. Dick? Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Oha. Angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Ein Schnappsack. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Nee, warte mal. Oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. Ich will erst mal hier ran. Oh, verspielter Quidditch-Umhang. Was? Rubinschal. Okay. Erstmal haben wir eine Mütze. Nee, die lassen wir. Umhang. Sieht zwar scheiße aus, aber ist besser wie der andere. Besser wie der andere.
Dann lassen wir's. Dann lassen wir's so, wie es ist. Tierwesen. Talente mal bitte gucken. Nee, das brauchst du nicht. Von Stupor getroffen bleiben länger betäubt. Apotheke zu erhöhen, die alte. Okay. Das machen wir. So, was brauchen wir denn eigentlich alles für den Mega Power Tank? Outzeit. So, 1, 2 könnten wir ruhig haben. Bockblumensaft, Diptanblätter. Diptanblätter haben wir ja immer hier. Schick. Ja, anpflanzen das Zeug. Gut. Wir tun aber schon mal wieder leer. Gut. Gut. Aber bevor wir mit Dick mitgehen, machen wir hier erstmal kurz eine Pause.